Ich bin der Michael Rützel, aktuell noch im Spessart in einem kleinen Dorf bei Würzburg, in meiner kleinen bescheidenen Halle hier. Hinter mir ist mein BMW E23 und jetzt sind wir in den USA. Aber nochmal zurück zum Anfang, wie alles so begonnen hat. 2013, 2014 habe ich das erste Mal von Helen, Southern-Wörthersee, H2O, so in den amerikanischen Treffen gehört. Und da habe ich mir damals schon gedacht, das wäre eigentlich saugeil, da mal mit dem eigenen Auto rüberzufahren und da die ganzen Tuning-Treffe zu besuchen. Dann habe ich im Januar 2022 die ersten Angebote eingeholt von Containerverschiffen und Fähreverschiffen und dann hat sich schnell herausgestellt, dass es auf eine Fährverschiffung hinausläuft. Dann bin ich irgendwann aufmerksam geworden durch Instagram auf Open Air Imports Nick und dann haben wir mal E-Mails geschrieben, auf Instagram geschrieben, Nummern ausgetauscht und dann hat sich herausgestellt, dass es gut harmoniert. Und wir haben dann den Termin fürs Verschiffe gebucht. Dann war noch ein großes Thema Versicherung in den USA. Ich hatte dann eine deutsche Versicherung, die hat gesagt, wenn ich normale Nummernschilder habe, versichern die mich aus Deutschland in den USA. Deswegen ist der ganze Umbau, was man gerade im Hintergrund sieht, passiert. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich es überhaupt nicht mache. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, wie das so die meisten, wo wir im Wohnmobil drüber waren, gemacht haben. Dann gab es drei Versicherungen. Einmal in Mexiko, die günstigste Variante, wo ich nicht machen wollte, weil dann fast nichts versichert ist. Und dann habe ich eine in den USA gefunden, die nicht billig war, viel Geld gekostet hat. Aber die Bedingung war für mich immer, mit den deutschen Nummernschildern versichert zu sein in den USA. Deswegen bin ich dann mit der gegangen. Und war auch zufrieden und bei mir ist zum Glück nichts passiert. Nach langem Umbau am BMW, neuer Kupplung, anderem Getriebe, alle Verschleißteile so repariert, dass in den USA mir nichts passieren kann, ging es dann nachts um 3 los an Hafen und das sieht man jetzt. Eine Woche später hat das Schiff dann abgelegt und das ist der Start einer langen Geschichte auf YouTube.